Go Skateboarding Day 2024 hier in Aachen. Es fängt an zu regnen, es ist crazy, aber wir verlieren keinen Tag. Ist ja klar. Verlieren keinen Tag. Könnt sehen, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Aha, what's up, what's up? Alles klar? Yo, das sind die Ersten ja, hier. Was geht? Was geht? Wie lange seid ihr angefangen? Komm mal her, Dickerchen. So. Was geht? Wir waren so 2,5 Stunden unterwegs, hätte ich Tschüss. Gesagt. Längste Anreise auf jeden ja, Fall. Ja. Alles für Go Skate Day Aachen. Ey, so sieht's aus. Doppel ja, A, Go Skate Day. Egal, ob es regnet oder nicht, darum geht's nicht. Hauptsache, wir riechen uns alle, riechen die Downhills und dann boom. Gepult. Opa! Ey, es nieselt so ein bisschen, aber wir versuchen trotzdem natürlich das Ganze einzuhalten. Es ist wie verflixt dieses Jahr, es regnet die ganze Zeit, ganzer Juni, im Lagerverkauf hat es geregnet, jetzt regnet es, aber wir versuchen trotzdem hier zu skaten, trotzdem Spaß zu haben. Im Regen. Es fängt an zu regnen, kein Verlorener. Ja, 2024. Back to back. Yeah. Welcome to Germany. Welcome to Germany. Das ist er, der Tag, der Go Skateboarding Day. Das wollte ich haben. Einfach durch die Straßen pushen mit der Gang. That's the way of life. Ja! Hey, man hat es versprochen, dass man DIY fahren kann und die Jungs tun es auch. Egal, ob es regnet oder schneit, Go Skateboarding Day ist der Tag, wo alle trotzdem skaten. Ich bin kurz davor, ein Trailshow zu stehen. Ja, komm, alles mit der Zeit. So klar. Mit der Zeit. Das ist der schlechteste Sommer, seitdem ich skate, Alter. Alter. Einfach gemacht. Im Regen. Ich hab dich. Richtig geil. Spitzfeuer. Ja, Mann. Danke, Mann. Danke. OG. Skate Day. 2010, Mann. 2010. Yeah. Hey, danke.
Thank you very much. Hey, danke schön, Portugal. Und natürlich Backside Heelflip, erster Street Spot, erster Trick, Heelflip, Backside Heelflip, Trepop back to back, Jeffrey! Yes, hier. Vielen Dank. Hey, danke an dieser Stelle schon mal an Urban Supplies. Vielen Dank, D-Church. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen fetten Best Trick, das ist in der Minirampe. Bruder, Grüße M. Gönnt. Mwah. Das ist er. Go Skateboarding Day 2024. Motherfucker. New York, back to the old school, yo. Thank you. Komme ich nach Hause an, scheint hier die Sonne mir ins Gesicht. Was für ein geiler Tag. Trotz dem ganzen Regen, trotz dem Worst-Case-Szenario, was wir gehabt haben, das hat durchgeregnet wirklich. Man hat die ganze Zeit gehofft auf gutes Wetter, leider nicht bekommen. Wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Wir waren Streetskaten, wir haben Lückengap gehittet. Wir sind ein bisschen natürlich zusammen durch die Straßen gefahren. Dann hat es geregnet, dann sind wir zum DIY. Die Jungs sind sogar im Regen geskatet. Dann haben wir natürlich noch die Minirampe dick auseinandergenommen mit den Best Tricks. Und alle haben was bekommen. Das war das Schönste sowieso, dass es so viel Stuff gab, dass jeder etwas bekommen hat. Und es ging ja nicht mehr um, wer schafft den geilsten Trick, sondern einfach alle kriegen irgendwas. Und deswegen vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die Sponsoren. Vielen Dank Urban Supplies, danke Zoo York Europe. Danke natürlich an alle, die hier zuschauen, die Skateboarding feiern und weiterhin supporten, promoten und wissen, ein Alltag ohne Skateboarding ist ein verlorener Tag. Also, keep the Go Skateboarding Day alive, jetzt zum 6. Jahr 2024, Doppel-A, komm mal klar. Represent. Wir sehen uns nächstes Jahr. Hoffentlich auf jeden Fall bei besserem Wetter. Natürlich so schlecht, wie es jetzt war, wird sich bestimmt nicht mehr wiederholen. Wir sehen nächstes Jahr, also 2025. Wir seid nicht dabei. Wir sehen uns. Peace. OG Distribution. Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns. Wir, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir jetzt gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage. Je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles
beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. No Scribe, Treflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist dein Dealer? Ey, sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem Pop.